Das Puschelmikro ist heute auch da, genauso wie Emanuel Peter Falvi, der Mann hinter Alphonse, der gestern Geburtstag hatte, oder? Ja, das stimmt. Also sehr gut informiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute nachträglich. Danke. Ja, was macht dieses Puschelmikro mit den Menschen? Aber das ist ein bisschen magisch. Ich weiß es selber auch nicht. Mal ganz ehrlich, ich will es auch nicht wissen. Ich habe nur festgestellt, vor vielen Jahren, als ich zufällig diese Jacke gefunden habe, das war wirklich ein Zufall. Diese Jacke war da in einem Kostümfundus. Ich habe die gesehen und als ob die auf mich gewartet hätte, ich habe die angezogen und da ist was passiert. Mhm. Mittlerweile, ich weiß, was passiert ist, damals wusste ich nicht, Alphonse ist geboren, ja. in diesem Moment. Ja. Und ich habe meinen Kameramann angerufen, ich habe ihm gesagt, lass uns mal draußen drehen. Und er sagte, was machst du? Ich dachte, ich weiß es nicht, aber ich will was ausprobieren. Und es gab einen Tonmann, weil das müssen Sie wissen, lieber Zuschauer, dass so ein Puschelmikrofon, das ist eigentlich was Normales für einen Tonmann, für einen Toningenieur, aber normalerweise, man sieht das nicht im Bild. Und der Tonmann, der war so, der hat versucht, da den Ton zu kriegen und der war sehr genervt, weil ich kein Konzept hatte und bin ein bisschen dahin gegangen und wieder da. Und er hat so gemeckert, dass ich ihm gesagt habe, weißt du was, lieber Tonmann, du nervst, also mach Feierabend, trink Kaffee oder Tee gib mir das. Und dann hatte ich das in der Hand, ich hatte die Jacke, es hat geregnet, meine Haare wurden total nass, meine Notizen wurden total unlesbar und ich habe mir das angeguckt und ich habe gedacht, wow, das sind meine Zutaten. So muss das sein. Und das ist so lange her und seitdem, ich habe wirklich eine große Freude, mit den normalen Menschen einfach zu reden. Aha. Die Promis und so, das interessiert mich nicht so richtig, aber die normalen Menschen, es gibt, also Wochenmarkt ist ein Beispiel, weil da gibt es viele Leute, die sich Zeit lassen. Es gibt so viel Schönes in normale Menschen zu entdecken. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich liebe das. Und die normalen Menschen haben auch keine Hemmungen, aber gerade deswegen ist es ja so ein schmaler Grat zwischen das Schöne aus den Menschen herausholen, aber sie vielleicht auch vorzuführen. Wo ist die Grenze? Also die Grenze ist spürbar. Ich habe keine Notizen, wo ich mir die Grenze notiert habe, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, was du ansprichst. Also ich will, und das ist mir ganz wichtig, ich will niemand vorführen. Ich will wirklich charmante Szenen drehen mit den Menschen auf dem Wochenmarkt oder wo auch immer ich bin, in der Kehrwoche, in den Wohnungen und etc. Ich will aber wirklich niemand vorführen. Und übrigens, wenn ich im Theater bin, das ist genau das Gleiche, weil ganz oft die Leute, die eine Karte kaufen, die haben Angst, in der ersten Reihe zu sitzen. Die denken, ich werde sie interviewen und so. Das mache ich nie. Auf der Bühne, wenn das Publikum da ist, es geht darum, dass die einen schönen Abend haben. Das heißt, ich interviewe niemand und gar nicht vorführen. Das ist wirklich, ich liebe wirklich die Geschichte hinter den Menschen zu entdecken. Und ich habe so viele schöne Überraschungen schon gehabt mit scheinbar sehr normale Menschen, die in ihrer Normalität wirklich schön sind. Das ist das, was ich immer liebe. Wie viel davon ist dann jetzt geplant und wie viel entsteht spontan? Wenn wir das Beispiel aus der Kehrwoche gerade nehmen, also ja. Das war ja auch wunderschön, wie die Frau sagt, ja, ist halt Vorschrift. Ja, dann war ja, sofort genau, klar, genau. Woher es kommt, aber sie wurde auch nicht vorgeführt. Wie viel steht vorher auf dem Blog und ist geplant? Also welche Fragen sind notiert? Meine Fragen sind notiert und die Antworten, die sind spontan. Ja, klar. Es ist allerdings viel, viel Arbeit. Das heißt, es ist nicht so, manchmal man hat das Gefühl, oh, Alphonse, der macht einen cooler Job, der geht 20 Minuten draußen und dann hat er Feierabend. Nein, das ist für ungefähr, also für ein kleines Filmchen von 3 Minuten, dann muss ich ungefähr 10 Stunden befragen. Das ist also so viel, also für einen Franzose verdammt fleißig bin ich, aber ich bin auch eingedeutscht nach den vielen Jahren. Und für die Bühne bei einem Programm zu schreiben, und das ist auch so ganz viel Arbeit, aber Arbeit, die, was ich liebe, weil ich bin zufällig in Deutschland gekommen, ne? Vor über 20 Jahren sogar. Das war wirklich ein Zufall. Ich, mal ganz ehrlich, zwischen uns, du sagst es nicht weiter, aber das war nicht mein Wunsch. Für einen Franzose, das ist nicht normal, nach Deutschland, also warum ist das nicht normal? Warum haben die Franzosen Angst? Es gibt, weißt du, die Geschichte und es gibt auch der Ruf von den Deutschen. Es gibt viele Freunde in Frankreich, die sagen mir, bist du verrückt? Warum bleibst du noch in Deutschland? Und ich muss denen immer sagen, ich habe Spaß. Es ist ein tolles Land, es sind tolle Menschen, aber du musst dich schon ein bisschen entdecken. Und letztendlich das, was ich in Deutschland mache, ob im Fernsehen oder auf der Bühne, das ist das. Das ist Deutschland zu versuchen zu verstehen, zu entdecken und auch ein bisschen zu kitzeln. Also mein Bühnenprogramm, kann man sagen, das ist ein
ein großer Kuss an Deutschland und an die Deutschen und auch ein bisschen Kitzel dabei. Was hast du in den 20 Jahren, die du jetzt hier bist, oder sogar noch ein bisschen länger, was hast du an den Deutschen lieben gelernt? Lieben gelernt die Menschen, die Offenheit der Menschen. In Frankreich es ist hart, es ist, die Leute sind es ist so, wirklich so hart. Die Leute sind, man muss immer gucken, wer möchte mich jetzt verarschen, ich muss mich verteidigen. Und in Deutschland, und das ist das, was ich wirklich toll finde, man ist zusammen und man versucht, was zusammen zu machen. Und es gibt natürlich immer mal so ein paar Dinge, die mich als Franzose amüsieren. Darf ich das Beispiel von dieser Sendung nehmen? Bitte, ja. Also es gab erstmal, also ich bin total froh, hier 2 Stunden gewesen zu sein. Die erste Stunde, da hab, also ich habe gegessen und so, ich fand das toll. Es gab dieses Gespräch, was du hattest mit dem Verbraucherschutz über die Wohnungen. In anderen Häusern, ja. Wenn du das in Frankreich zum Beispiel so eine Sendung hättest, da hätte man gefragt, man ist also in einer Wohnung bei fremden Menschen, das heißt, man wird dann neue Menschen kennenlernen, vielleicht wird man sich verlieben und so. Aber hier in Deutschland, man fragt, wenn ich was kaputt mache, geht meine Haftpflichtversicherung oder nicht? Und der Typ sagt, Vorsicht, die Haftpflichtversicherung geht nicht. Und alle notieren mit. Und so. Man sieht erstmal die Probleme. Ja, genau, man sieht erstmal die Probleme. Aber das finde ich toll, das ist, ich liebe das. Und das Essen, das war Hammer. Gut, die zweite Stunde, da muss ich sagen, nachdem ich das Essen, ich war am Verdauen und dann habt ihr geredet über Durchfall bei Vögeln und Gebissreiniger und so. Das war so, die Mischung war ein bisschen hart. Aber voilà, das sind die Dinge. Ich bin da und ich gucke, voilà, das ist mein Spaß. Und meine Freunde in Frankreich, du wirst nicht zu Wort kommen, probier es mal aus. Das ist, meine Freunde in Frankreich, die verstehen das nicht. Die sagen mir, wann kommst du zurück? Ich sage, nein, ich liebe freiwillig in Deutschland, es ist toll hier. Und das meine ich wirklich vom Herzen. Das, was ich jetzt gerade hier erlebe, ist auch das genau das, was die Menschen dann heute Abend bei dir auf der Bühne erleben können, wenn du in Rheinstetten bist? Genau, heute bin ich in Rheinstetten, morgen bin ich in Offenburg. Warte mal, ich habe mir ein bisschen meine Werbung dann vorbereitet. Auch, ja. Genau, ich bin, weil mit Terminen bin ich nicht gut. Ich muss mir immer notieren. Am 6. Mai bin ich in Freiburg, am 7. Mai in Singen und am 8. Mai in Tübingen. Und noch ganz viele andere, da kann man auf meine Webseite gucken. Mein Deutschland ist mein Programm. Das heißt, und Wiedersehen macht Freunde. Ich habe zwei. Das heißt, du erzählst, was du so in Deutschland erlebt hast, so wie du es gerade hier machst. Genau. Gibt es auch die berühmten Filme, wo du auf der Straße unterwegs bist und mit Menschen sprichst, gibt es die auch in deinem Programm? Ja, genau. Es gibt, also ich installiere immer eine kleine oder eine große Leinwand auf der Bühne und ich zeige, weil ich erzähle ein bisschen, wie diese Filme entstanden sind, warum das und das passiert ist und dann sage ich, okay, ich merke, es gibt immer einen Moment, wo die Leute mich nicht mehr glauben, die sagen, nee, das kann nicht stimmen und dann zeige ich es. Okay. Ist dir was ganz Außergewöhnliches im Kopf hängen geblieben, wo mal eine Antwort kam von einem Zuschauer, wo du sagst, das werde ich mein Leben nicht vergessen? Das gibt es immer mal. Also immer, ich denke, das war das unglaublichste Antwort und dann eine Woche später gibt es wieder eins. Neulich, ich habe über Griechenland gefragt zum Beispiel. Also da waren die Leute so richtig energisch. Wow, die Griechen, die nerven. Und dann kam einer, der sagte, ja, ich habe mich mal gefragt. Der kam spontan, ja, die müssen wir verrecken lassen. Einer sagte, die haben den Arsch offen. Und dann kam eine kleine Oma. Und die sagte, ja, die haben den Arsch offen, aber das machen die absichtlich, damit wir Geld reinschieben. So was gibt's auf dem Wochenmarkt. Alphonse, Emmanuel, vielen Dank für den Besuch heute bei Café oder Tee. Das war sehr unterhaltsam.